Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kanal 21 Backstage. Bei mir zu Gast ist heute die Gregor Hildenband. Hallo. 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 Ja, Gregor, du warst vor noch gar nicht so langer Zeit schon mal bei uns mit den Alte Bellies in Friends. Heute bist du mit deiner eigenen Band da. Ich würde vorschlagen, für die Leute, die euch noch nicht kennen, dass ihr euch einmal kurz vorstellt. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Also, ich fange mal mit mir an. Ich komme aus Münster. Ich bin Gitarrist und ja, was soll ich sagen? Ich hatte die Idee, hier heute Abend mit diesen Kollegen hier zu spielen, weil ich es auch ziemlich toll finde hier, eure Location, euer Konzept und ja, das ist auch der Grund dafür, dass ich jetzt in relativ kurzer Zeit wieder bei euch bin und ich freue mich drauf. Ja, hallo, mein Name ist Gerd Brandt. Ja, mit Gregor spiele ich eigentlich schon bald seit über 15 Jahren locker in den verschiedensten Formationen und freue mich hier mit dem Trio dabei zu sein. Ich bin Schlagzeuger, bin musikalisch sehr weit befeldert, also bin in vielen verschiedenen Formationen unterwegs und darum freue ich mich, für euch heute trommeln zu dürfen. Ja, ich bin der Wolfgang Roggenkamp und ich spiele die Hammond-Orgel und ich kenne den Gregor jetzt auch schon sehr lange, den Dirk auch schon und ich finde es klasse, dass wir jetzt in diesem frischen Trio hier bei euch zusammenkommen und spielen. Wo haben wir uns kennengelernt, Gregor? Ich glaube, da irgendwann mal auf einer Blues-Session vielleicht. Kann das ein Pink Piano gewesen sein? Das war vor Jahren. Vor etlichen Jahren. Und das ist eigentlich die Brutstätte der Musikerszene in Osnabrück, Münster. Da trifft man sich und ja, da lernt man sich kennen. Ja, sehr schön. Im Internet findet man Beschreibungen zu deiner Musik. Mich würde allerdings interessieren, wie würdet ihr selber die Musik, die ihr spielt, beschreiben? Also zunächst mal ist meine Musik, also es sind viele eigene Stücke dabei, auch heute Abend, sehr stark bluesgetränkt, das kann man sagen. Also der Blues ist die Basis dessen, was wir machen. Es ist aber so, dass es jetzt kein puristischer Blues ist, den ich verfolge, sondern hat immer auch Einsprengsel von allen möglichen anderen Richtungen. Das heißt also von Soul, Funk, Jazz. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen mein Markenzeichen geworden, dass ich also Blues nicht so ganz typisch authentisch spiele, wie es andere tolle Musiker hier in Deutschland auch praktizieren, sondern eben auf eine andere Art, eben mit verschiedenen Einflüssen dann garniere. Warum spielt ihr diese Musik? Also was hat euch dazu bewegt? Ich glaube, wir haben auch heute beim Soundcheck wieder gemerkt, wir gucken uns ein Thema an, was vielleicht auch neu ist, aber der Groove, der bringt uns zusammen. Also ich glaube, da schwingt schon bei uns allen irgendwo so ein ganz wichtiger Beat für soulige, bluesige, jazzige Klangfarben, okay, ne? Das heißt, und Sounds. Da besteht schon ein allgemeines Interesse. Es ist nicht so, dass jemand das vorgibt oder dass es da irgendwie Diskussionen gibt, sondern ihr seid euch da schon einig. Es gibt keine Diskussion, weil ich alles vorgegeben habe. Moment mal. Und nein, also ich hatte natürlich die Idee zu dem Projekt und habe auch die Idee gehabt, meine eigenen Stücke, die ich bislang in einer anderen Formation, in einer anderen Bandbesetzung gespielt habe, mal mit einem völlig anderen Gewand zu kleiden. Und das ist jetzt dieses Orgeltrio. Und ich wollte eigentlich mal meine Stücke in diesem Sound hören. Und deswegen bin ich sehr gespannt, weil heute Abend ist die Premiere. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also es ist vor allen Dingen auch ein Experiment heute. Aber ich habe beim Soundcheck schon gemerkt, also dass die Idee, die geht auf. Weil ich hatte eine Vision, weil ich ja weiß, wie Dirk klingt, weil ich weiß, wie Wolfgang klingt. Und ich hatte die Idee und eine Vision, wie das dann eben zusammen harmoniert. Und das habe ich gerade schon gemerkt beim Soundcheck. Das klappt schon recht gut. Groove under the roof. Ja, genau. Feeling sorry for you in your own way.
happy baby by telling me one day. So get it over, baby, and please stop leading me on. I know you feel the bull and I'm the cause. Feeling so we won't help it at all, no. Hate to see you living this way. So get it over, baby, I'm next someday. I know you don't love me no more. You're not the kind that would tell me so. So get it over, baby, and please stop leading me on. Let's hit the guitar. Gregor, zu dir, findet man auch sehr viel im Internet. Du bist schon sehr lange aktiv, auch sehr erfolgreich. Du hast unzählige Auftritte gehabt, einige CDs, eine Live-DVD, unter anderem sogar einen Auftritt in dem ZDF-Fernsehgarten gehabt. Da war ich Sideman, genau. Da war, denn das passiert auch öfter, dass ich von anderen Künstlern als Gitarrist eben gebucht werde. Und im ZDF-Fernsehgarten war ich da auch mit Sascha Klar, das ist ein toller Rock'n'Roll-Pianist. Und also ich finde es klasse, eben auch die unterschiedlichsten Dinge dann wahrzunehmen. Und ich habe da auch keine Berührungsängste, wenn es stilistisch halt anders zugeht als das, was ich mache. Ja. Okay. Meine Frage wäre, du bist so lange aktiv, woher holst du deine Inspiration? Hast du Vorbilder oder ähnliches? Ja, da hat jeder von uns ähnliche Ansatzpunkte, glaube ich. Denn zu Anfang stehen natürlich die Vorbilder, die man hört, die man toll findet, die einen beeinflussen, wo man musikalische Essenz erstmal herausnimmt. Und ja, das liegt natürlich schon weit zurück. Ich denke, bei euch auch. Ne? Man hört sich Platten ab, versucht das nachzuspielen, was man gehört hat, was man toll findet. Bei Schlagzeugern wird das auch so sein, denke ich. Schlagzeuger sind auch Musiker. Genau. Die Musik hat uns alle lieb. Und ja, diese Vorbilder, die sind am Anfang wichtig. Ne? Und irgendwann vermischen sich dann diese ganzen Einflüsse zu einem hoffentlich eigenen Stil. Das ist das eigentlich, was letztendlich das Wichtige ist. Da eine gewisse eigene Persönlichkeit herauszubilden. Und die entwickelt sich tatsächlich durch das Zusammenspiel dessen, was man irgendwann mal geübt, gelernt und gehört hat. Ne? Es ist gut zu kopieren, aber es ist gut, das sein zu lassen und dann versuchen, den nächsten Schritt zu gehen, daraus seine eigene Musik zu machen. Ich glaube, das ist eigentlich das Spannende auch, wie gesagt, was ich halt an diesem Trio reizt, dass du wirklich also miteinander agieren und kommunizieren kannst und dass du dich weiterentwickeln kannst. Ich glaube, das ist das Spannende, so, was ich halt bei mir auch beim Schlagzeugspielen sehe. Wie geht's denn für euch jetzt weiter? Habt ihr noch weitere Auftritte erstmal geplant, vielleicht sogar eine CD oder ähnliches? Oder ist es heute so quasi die Premiere und dann ja, wird erstmal weitergeschaut? Oder? Genau, heute ist die Premiere und ich finde das geradezu ideal, das hier zu machen, weil dadurch nämlich ermöglicht wird, dass wir gleich eine tolle Aufnahme kriegen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, also ich mag die beiden total gerne und ich finde die musikalisch ganz große Klasse, mit der Aufnahme dann vorstellig zu werden, um dann weitere Konzerte zu spielen. Also ich denke schon, dass wir da Spaß dran haben. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche euch da auf jeden Fall auch viel Erfolg. Dankeschön. Und ja, das wär's erstmal. Vielen Dank. Danke. Das war Kanal 21 Backstage. Wir freuen uns jetzt auf ein schönes Konzert mit der Gregor Hilden Band.